87.000 Euro sind einfach weg von Monikas Konto. Sie ist sich sicher, nicht auf einen Betrug reingefallen zu sein. Die Postbank weigert sich, das Geld zu erstatten, obwohl sie rechtlich dazu verpflichtet wäre. Also ich bin tierisch sauer. Es macht mich auch fertig. Also es ist einfach furchtbar. Am 24. Mai fallen Monika die Überweisungen auf. Erst am nächsten Tag erreicht sie die Bank, um ihr Konto zu sperren und Rückholungsversuche zu veranlassen. Diese scheitern und Monika muss für die Versuche sogar je 21 Euro zahlen. Immer wieder versucht sie vergeblich, die Postbank zu erreichen. Ich bin dann auch noch in die Postbank selber gegangen und habe eine Beraterin gefunden, die fragte mich, ob ich eine Hypothek möchte. Ich sagte, Gottes Namen nehme ich auch eine Hypothek, Hauptsache ich spreche mal mit jemandem. Und dann konnte ich mit ihr sprechen, aber es hat alles nicht geklappt. Die Postbank äußert sich nur schriftlich und schiebt die Schuld auf Monika. Sie habe grob fahrlässig gehandelt und hätte keinen Erstattungsanspruch. Anwalt Achim Tüffe betreut aktuell 50 ähnliche Fälle. Also nach unserer Ansicht nach bestehen erhebliche Sicherheitslücken bei den Banken, wo das passiert. Denn es kann nicht sein, dass jemand, der regelmäßig bei Lidl für 10,20 Euro einkauft, plötzlich 20, 30, 40.000 Euro an Banken überweist, kurze Zeit hintereinander, ohne dass das eine Bank merkt. Da müssten Sicherheitsvorkehrungen sein, dass der Kunde sofort angerufen wird, die Bank sofort nachfragt, was ist das Problem, sind Sie das, haben Sie das ausgelöst, und diese Zahlung müssten nur noch verzögert ausgeführt werden oder sogar gestoppt werden, bis der Kunde persönlich sagt, das sind meine Überweisungen gewesen. Monika hat sich nun einen Anwalt genommen und will im schlimmsten Fall klagen. Also ich wünsche mir sehr, dass das Geld zurücküberwiesen wird und dass vielleicht noch mal ein persönlicher Anruf erfolgt oder ein Schreiben an mich. Einfach, dass ich mal angesprochen werde.